Und da sind wir auch schon wieder zurück. Okay, und hier fliegen die Granaten. Dann wollen wir doch mal weitermachen. Ich weiß zwar nicht, irgendeiner von hier schmeißt Granaten. Da schmeißt schon wieder jemand Granaten. Okay. Aber wie sieht so eine Munition aus? Hallöchen. Wer schmeißt denn hier Granaten? Aua. Ist mal ernsthaft. Wer schmeißt hier... Hä? Ist mir doch egal, ob mich hier jemand sieht. Wer schmeißt hier Granaten? Da liegt noch was. Okay. Der ist down. Nö. Tot? Alle tot. Perfekt. Oder? Nee. Meine Fresse, die schmeißen auch mal mit Granaten um sich, ey. Jetzt gibt's keine Heute mehr, kein Morgen. Okay, hold on. Gebt mir euer Zeug, eure Waffen und das Zeug. Da. Was? Also wirklich, diese Ausdrucksweise wieder. Meins? Irgendwas liegt hier noch. Meins. Alles meins. Wow. Schieß, wer hat denn jetzt hier schon wieder auf mich geschossen? Hier hinten lag noch einer, den haben wir, glaube ich, erschossen. Glaube ich. Hallo. Aha. Wer kämpft denn jetzt hier gegen wen? Aha. Oh, ist er tot? Down. Was haben wir denn hier noch Schönes? Nein. Aufpassen, ist kein Hochchen. Munition. Schrot. Ich brauche keine Schrotflintenmunition. Okay. Ich brauche keine Schade. Also eigentlich sind doch in den Waffen überall Munition drin. Also kann man mir doch erzählen, was man möchte. Oh.
Das ist gar kein Problem. Da müssen wir halt Waffen. Wir haben hier sogar Waffen, die sind besser. 25,9, 25,9, 25,9. Was ist denn bei denen besser? Okay. Oh, das ist eine andere. Schockschaden ist höher. Das gefällt mir schon mal. Okay. Schrot benutze ich so oder so nicht. Können wir also direkt zerlegen. Mag ich nicht. Oh, da ist da was drauf. Da war was drauf, stimmt. Der muss ich noch. Wie kann ich dich ablegen? Einfach mittlere Maustaste? Ja. Okay. Gut, dann. Wo war denn die? Das war die hier, glaube ich. Die war identisch. Ach nee, das ist Chemieschaden. Was ist besser? Kopf oder Chemieschaden? Also ich würde ja Kopf. Ah, die ist doch von den SPS etwas besser, ne? Ah, das ist wieder so. Ah, die Waffe hat wieder so. Nee, ich versuche mal jetzt die andere Waffe. Die Waffen sind zwar schick, aber die verbrauchen so viel Munition. Also, dass ich ja noch nicht mal gezielt irgendwie. Pistolen ohne Ende. Aha. Was bist du eigentlich? Defensiv Power Maschinengewehr. Okay, das würde ich sogar erstmal behalten. Freigeschaltet bei Konstruktion Stufe 10. Oh. Kann das sein, dass wir das erst weiß Gott wann benutzen können? Ah, müssen wir mal schauen. Was haben wir an Nahkampfwaffen bekommen? Da haben wir dich. Die sind Schwert besser, Schwert besser, Schwert ist besser. Dann zerlegen wir auch euch. So. Dann haben wir doch bestimmt auch Klamotten neue bekommen. Okay. Da ist sogar Sichtbarkeit für Gegner. Können wir. Warte mal. Hier ist ein Mod drin, da ist kein Mod drin. Okay. Aber du bist. Jetzt ist die Frage. Die Panzerung ist höher. Aber wir haben keine. Ja, Sichtbarkeit ist halt drin. Aber der Explosionsschaden, ja gut. Ja, wir machen es erstmal. So, anstelle dieser Brille können wir noch verschiedene. Panzerung ist höher. Panzerung ist höher. Kriege ich dich da raus? Möchtest du wirklich eine neue Mod ausrüsten? Die derzeit auch so wird dadurch zerstört. Oh, okay. Nein, das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Das ist natürlich nicht so schön. Vergleich. Ist der Vergleich aus? Nee, Vergleich ist an. So. Also die Panzerung, die wir höher hier auch, wäre zumindest die normale Panzerung. Aber hier haben wir Explosionsverringerung, deswegen würde ich dich lassen. Und da ist halt Crit-Chance drinne. Den Mod würde ich halt gerne irgendwie entfernen. Ich glaube, dazu brauche ich irgendwas in der Herstellung. Das müssen wir uns dann mal im Baum angucken. Und zwar ganz genau anschauen. Dann würde ich erstmal, weil die beide 7,7 haben. Welche sieht denn stylischer aus? Können wir nicht machen, weil wir haben immer noch die Dings, ne? Wir haben. So, Explosionsschaden nehmen wir und dich. Ich würde sagen, die zerlegen wir. Ach, nicht ablegen. Ich und dieses ablegen immer. So, guck mal her. Okay. Gut, da brauchen wir auf jeden Fall ein Visier. Ich fand jetzt das Visier gar nicht so schlecht. Reichweite, Reichweite.
Müssen wir halt genau gucken. Okay, die haben sogar untereinander verschiedene. Uiuiuiui. So, dann das weg. Wir waren gerade bei den Klamotten. Ich hatte gesagt, ich will dich zerlegen. So. Weil dann tragen wir nicht mal mehr ansatzweise zu viel. Okay. 21,7. 21,7. Tag. Verringert Nachladezeit finde ich in Ordnung, aber Thermalchemie und Schockresistenz geht hoch. Militärische Feldjacke. 21,7, 21,7 haben wir. Okay. Nope. Jo. Das sieht doch nice aus. So, Hose. Was haben wir da denn Schönes bekommen? Militech-Hose. Aha. Tragekapazität geht hierdurch hoch. Wir hätten sogar einen Mod hierfür. Panzerung. Panzerung würde um 5 erhöht werden. Nee, dann gehen wir erstmal mit der Tragekapazität. Achso, die ist noch besser. Hä? Nee, die sind gleich. Okay. So, Schüchen. Was sagt er denn hierzu? 11,7 verringert Ausdauerkosten bei Angriffen. Ja, dann nehmen wir die doch. Okay, dann haben wir das auch. Jetzt muss ich nochmal hier gucken. Was haben wir denn? Wir haben 31 von denen. Die machen sofort komplett Gesundheit. Und wir haben 20 von denen. Warum habe ich so? Okay. Dann haben wir aber auch noch Charakterpunkte. Wir haben zwei verfügbare Punkte. Das ist jetzt ziemlich interessant. Was machen wir damit? Tech haben wir 6, ist schon mal gut. Coolness. Crit-Schaden, Resistenzen gehen hoch, Sealed-Modus geht hoch, ist halt auch geil. Speicherkapazität wird erhöht. Schaden wird erhöht. Dauer der Quick-Hacks wird erhöht. Ich glaube, ich gehe zweimal damit. Ich gehe jetzt zweimal hier mit. Bop, bop. Das finde ich ziemlich nice. So, dann haben wir drei verfügbare Punkte. Ich glaube, wir waren hier bei den Quick Hacks. Waren wir fertig. Sehr schön. So, dann hatte ich. Dann will ich nämlich jetzt bei Tech mal gucken. Hier, er hat beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Ja, wichtig. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Techie. Aber warte mal, Itemherstellung. Steht hier irgendwo was von Herstellen von Waffen versucht? Schaden. Haben wir hier irgendwas? Ermöglicht das Umwandeln von Items in hochwertige Qualität? Nein. Eine Chance. Irgendwas. Ist das hier vielleicht eine Chance, ein Item kostenlos herzustellen? Wird die Verkaufspreis von Items 1% pro Vorteilspunkt? Okay, das kann man also steigern. Epische Items. Okay. Sehe ich hier irgendwas? Kann man vielleicht. Techie Reflex. Coolness. Beim Schleichen. Das würde ich noch nehmen. Ja. Das hatte ich vorhin gewollt, aber hatten wir nicht. So. Nachdem du einen Gegner neutralisiert hast, erhältst du das. Ja. Hier haben wir auch. Das wollten wir dann hochmachen, auf jeden Fall. Mit Gewehre und Maschinenpistolen. Ja. Benutzen wir halt. Gut. Itemherstellung ist 3. Verringerte Herstellungskosten. Achso, können wir jetzt die Items eigentlich fressen? Können wir das jetzt einfach mitten im Kampf machen? Upgrades? Also, wir haben hier. Das Katana. Ah, da fehlt uns sowas. Aber dich können wir upgraden. Dich können wir nochmal upgraden. Und dann bist du blockiert, weil du Level 7 brauchst. Okay. Wie siehst du denn aus? Dich können wir tatsächlich auch upgraden. Und das nochmal. Und dann bist du blockiert. Okay. Das ist sehr gut. Oh, auch Klamotten, weil. Ah ja, wir haben 4. Die Frage, warten wir darauf und machen unser Katana oder gehen wir vielleicht doch mit den Klamotten, die wir anhaben, und zwar mit denen hier.
Entweder das oder das, eins von beiden. Die wären halt nicht komplett hoch, ne? Also wir müssen unbedingt Läden finden und gucken, ob wir das noch kaufen können. Das ist extrem wichtig. Warum rufst du Scheiße, Scheiße, Scheiße? Nicht da, wo du bist, anscheinend. Kann ich dich jetzt einfach von hinten umliegen? Och Mann, du bist ja süß. Gib mal her dein Zeig. Was war das? Da war doch was. Da. Ach so, einschalten. Nein. Da liegt was. Gewöhnliche Komponenten. Okay. Jawohl. Wird genommen. Wird auch genommen. Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Interessant. Ey, ich wette, da draußen stehen noch Militech-Leute. Ich kann es mir nicht anders erklären. Also, warum sollten da keine stehen? Warum versteckt ihr euch? Hier ist doch keiner mehr. Wer denn? Wo? What the hell? Ach, da oben! Hier kriegst du einen Kurzschluss verpasst. Ja. Was? Wer? Wo? Wie? Was? Warum? Weshalb? Hä? Hallo? Ja, schön für dich. Ich nicht. Bitte. Nee. Okay, hoch, runter. What the hell? Was müssen wir jetzt machen? Sprung. Ah ja. Verstehe. Ach du Heiliger Wimmer. Jawohl. Nee, ich hab die Möhre vergessen. Ich hab die Möhre. Nee, das gehen wir nicht. Okay, dadurch ist unser Pferd schneller. What the hell? Au, das tat weh. Nein. Raus hier. Wir wollen raus. Raus hier. Was ist das? Warum kriege ich eine Nachricht? Du hast es in die Top 10 geschafft. Jetzt wird es ernst. Sie gibt nicht auf. Was? Ja. Was ist deine Waffe? Habe ich die jetzt eingesammelt? Okay. Bin doch nur gesprungen. Hä? Okay. Haben wir auch. Munition gibt es hier noch. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Geht's nicht hier lang? Nee, da ist die Tür, die ist zu. Okay. Schade. Aber wir haben ordentlich Stuff bekommen, glaube ich. Trotzdem vermute ich immer noch, dass draußen Militech immer noch stehen wird. Oh. Oh,
Halleluja. Komm hoch. Komm hoch. Na, 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 immer diese Ausdrücke, also wirklich, aua. Wer schießt denn hier eigentlich auf wen? Wer schießt denn hier auf wen? So ganz durchsteigen tue ich da nicht. Okay. Bringt das was? Ich weiß es nicht. Diese Ausdrucksweise, also wirklich. Lululule. Aua, aua, aua. Ja, du auch. Ich hab da was liegen lassen, oder? Glaub ja. Eigentlich ist es mir egal, ich will daran. Episches Item-Komponente, sehr schön. Okay. Nettes, netter Panzer? Halleluja. Aber das meine ich mit Miltech oder Militech, wie auch immer die heißen. Wird hier irgendwo rumeiern. Ja. Ja, der ist definitiv heavy. Oh, da ist nichts weiter. Okay. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Das ist irgendeine Geschichte, oder? Die Rückkehr des... ne? Kein Vampirkönig. Nein, gibt es nicht. Aber irgendwas knackt im Hintergrund, habe ich immer das Gefühl. Sag mal. Hä? Wo will denn der hin? Der will hier hin. Okay, und dann? Soll ich hier runter? Ach so, nach da hinten. Okay. Komm schon, wir. Lass uns weg. Wir haben diese. Ich möchte mit Ihnen reden. Du hast doch meine Leute geschossen. Was? Kennst du den Typen? Anthony Gilchrist, noch immer am Leben. Irgendwas ist doch gerade, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas mit dem Sound gerade ist. Die haben zuerst geschossen.
Das ist für das Militech-Management irrelevant. Aber wenn du mit Stark kooperiert hättest, wäre ich jetzt vermutlich tot. Du hast mir also unbeabsichtigt das Leben gerettet. Jetzt rette ich dir deins. Wir sind quitt. Ja, einfach mal danke. Danke. Ist gar nicht so übel. Denk bloß nicht, ich mach das, um dir einen Gefallen zu tun. Man ist dir gefolgt, aber das wusstest du sicher. Stouts Leute waren dir auf den Fersen, meine auf ihr. Am Ende wurde sie nervös. Dachte, du wärst heimlich mit Maelstrom ins Bett gehüpft und hat den großen roten Knopf zu früh gedrückt. Klassiker. Wenn du mal nicht weiter weißt, schick einfach eine halbe Armee in eine Lebensmittelfabrik. Mhm, ganz genau. Okay. Ich habe gesorgt, dass ich das Problem gelöst habe. Perfekt. Mit Maelstrom nehmen selten ein gutes Ende. Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wiedersehen. Was willst du? Und du? Warum bist du hier? Nun, ich muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Ich hab gehofft, die Maelstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Wo ist eigentlich Royce? Mit dem muss ich auch reden. War mir ein Vergnügen. Okay. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Ja. Ich glaube, wir sind fertig. Was jetzt? Ah, mir reicht's für heute, kannst du mir glauben. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Der Fettsack sollte uns Shampoos ausgeben für das, was wir heute für ihn gemacht haben. Weil Lurko, wie? So, wir sollen Dex anrufen? Nee. Ah ja. Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Wo ist mein Auto? Hey Mann, wo ist mein Auto? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie jahren sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Ich hab Royce gewarnt. Wir hatten einen Deal. Du hast was drauf, deswegen. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Okay. Okay, bin gleich da. Bis dann, Miss V. So, aber wir gucken natürlich erstmal. So, da. Wir haben ja 11,7 an. Bewegungstempo. Also das können wir schon mal zerlegen. Ja, da ist aber auch nichts drin. Ne? Ob ein grünes oder nicht, ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Elberpanzerung ist wieso niedriger. Ja, weg damit. So, haben wir noch eine Brille? Oh, wir haben wieder Brillen bekommen. 7,7 Explosionsverringerung. Hier haben wir was. Verringerte Ausdauerkosten bei Angriff. Finde ich schon mal nicht so verkehrt. Dann ziehen wir dich einfach an. Da ihr keine besonderen Slots habt, vernichte ich euch. Da steckt überall was drin. Wie gesagt, ich war der Meinung, man kann es irgendwie entfernen. Ja gut, das ist klar, dass da Waffen sind, die besser sind. Okay, dich zerlegen wir. So, dann gucken wir mal hier. Number 089. Ich glaube, die sind identisch, ne? Yep. Dann zerlegen wir die auch. So. Dann können wir dann nochmal in die Itemherstellung gehen. Upgrading. Du kannst nicht upgraden, wer du nicht. Aber du könntest. Ich würde sagen, genau, können wir hier was kaufen eigentlich an dem Gerät? Ne, nur verkaufen, ne? Ah, das ist doof. Was ist das? Nun schuldig.
beim nächsten Mal. Hallo? Komisch. Na gut. Set-Mission, neue Crew, okay. Wir geben dich zum Afterlife. Könnten wir jetzt machen, werden wir aber nicht. Wir machen für heute hier Feierabend. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüdelü.